Boah, jetzt geh endlich. Ach nein, lieber doch nicht. Oh, ich mach schon. Geht's dir auch immer so, dass irgendwo ein Teufelchen und auf der anderen Seite ein Engelchen sitzt, wenn du mit deinem geliebten Parkinson-Erkrankten zu Gange bist, wenn du mit ihm zusammenlebst? Und ja, im Alltag kommt es einfach immer wieder zu Konflikten, zu Streitpunkten, zu Problemen. Du fühlst dich vielleicht hilflos und weißt einfach nicht, wie kriegst du deinen Lieblingsmenschen motiviert? Dann schau dir das Video an, denn hier gebe ich dir ganze 10 Tipps, die dir helfen bei der Frage, wie helfe ich einem Parkinson-Erkrankten? Wie kannst du jetzt einem Parkinson-Erkrankten helfen? Ganz einfach, wichtig ist, dass du deinen Lieblingsmenschen respektierst. Das möchte ich gerade vorwegsetzen. Erstens Respekt. Respekt ist wichtig, um die Grenzen einfach klar zu legen. Das eine bist du, das andere ist dein Lieblingsmensch. Nur weil jemand erkrankt ist, heißt das nicht, dass du Dinge übernehmen musst. Und nur weil jemand erkrankt ist, heißt das nicht, dass der deine Tipps alle annehmen muss. Und ne, auch schon gar nicht, dass das alles ungefragt, selbstständig, automatisch läuft. Respektiere den anderen, das macht es leichter. Respektiere, was er tut, respektiere aber auch, was er nicht tut. Schwer, ich weiß. Zweitens, stell Fragen. Ich habe ja gerade gesagt, respektieren ist wichtig. Aber wie kriegst du jetzt die Verbindung hin? Ganz einfach, frage. Fragen bedeutet, dass du ja den Respekt auf der einen Seite hast, aber auf der anderen Seite eben fragen kannst, wie kann ich dir helfen? Darf ich dir die Jacke abnehmen? Was kann ich tun? Das hilft. Du bekommst dann letztendlich Antworten. Es kann sein, dass du ein bisschen Geduld brauchst, dass du abwarten musst, bis die Antworten wirklich kommen. Drittens, höre zu. Ich habe ja gerade schon gesagt, manchmal braucht es Zeit, bis derjenige redet. Das ist nervend aufreibend, wenn man sofort eine Antwort haben möchte, aber du hast die Möglichkeit, natürlich einen entspannten Moment zu wählen für deine Fragen. Grundsatz, Klärungen bitte nicht zwischen Hose runterlassen und auf die Toilette gehen. Grundsatz, Klärungen am besten in einem entspannten Umfeld mit deiner Tasse Kaffee oder Tee. Entspannt hinsetzen, dich entspannen, kurz durchatmen und dann fragen und zuhören. Fragen, eine Frage, zuhören, länger. Ich habe das selbst mal erlebt mit dem Parkinson-Erkrankten, den ich gefragt habe, was ist denn das Ziel der Therapie? Ich habe wirklich verzweifelt dagestanden und darauf gewartet, dass da irgendwas kommt, da kam aber nichts. Da kam lange nichts. Da kam lange ein, ja, wir haben immer das gemacht oder dies, so diese ganzen alten Sachen. Das war ja gar nicht Bestandteil meiner Frage. Meine Frage war, was ist das Ziel von dem Lieblingsmenschen, nicht was alle anderen gemacht haben, das interessierte mich nicht, sondern was ist da innen drin, was will da raus, was will da bewegt werden, was will da das und demnach Zeit, Ruhe, abwarten, zuhören. Du kannst zuhören und reflektieren, du kannst das auch sagen, was du da siehst, was du beobachtest. Ich habe gerade das Gefühl, das fällt dir schwer, irgendwas zu sagen. Dann fühlt der andere sich trotzdem gehört, verstanden und so weiter. Ihr baut eine Brücke. Ja, Brücke bauen, nett. Viertens, das sind so viele Konflikte. Du willst in die eine Richtung, dein Lieblingsmensch in die andere und dir steht der Nacken so, du musst arbeiten, da ist Konflikte, Probleme, alles. Mein Tipp. Versuch dir zu entschärfen. Wenn die Hütte brennt, sind keine entspannten Gespräche möglich. Es funktioniert nicht. Aber was entschärft es denn, dass die Konflikte da sind? Was hilft dir da? Überleg dir das zuerst. Auch wenn es immer Streit um ein Thema gibt, habe ich auch schon erlebt. Jemand möchte ermutigen, jemand möchte helfen und es führt immer nur zu Streit, weil der andere sich angegriffen fühlt. Wie kannst du den Konflikt entschärfen?
kannst einfach die ganzen Emotionen rausnehmen. Auch anerkennen, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Entspannen. Neues Muster wählen. Was ganz anderes tun. Fünftens, gib klare Botschaften. Ich fühle mich völlig verunsichert von der Situation. Ich sehe, du schaffst es nicht. Wenn ich dir versuche zu helfen, habe ich das Gefühl, du willst das alles nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Klare Botschaft, ein bisschen zu lang, aber klar. Nicht, der andere macht alles falsch. Du Trottel, jetzt mach! Oder, wieso siehst du nie ein, dass? Das weißt du nicht. Vielleicht sieht er derjenige das ein, kann aber nicht anders. Klare Botschaften. Bleib bei dir, bleib bei ich, bleib bei deinem Gefühl. Das ist viel hilfreicher als Vorwürfe, Vorurteile. Versuch auch sachlich zu bleiben. Nicht hinein zu interpretieren direkt, sondern sachlich. Du gehst langsam. Oder irgendwie sowas, was sachlich ist. Nicht, du strengst dich nicht an. Puh, ja, sechstens, das ist alles super. Der Stress sitzt so hoch und du weißt eigentlich nicht, wo du anfangen sollst. Kannst einfach fangen bei dir an. Du wirst es nicht schaffen, entspannt Fragen zu stellen, zuzuhören, die Geduld zu haben, wenn jemand nicht mehr weiterkommt. Das wirst du nicht schaffen. Du wirst nicht den ganzen Haushalt erledigen können, den Job, die Kinder, Enkelkinder, die ganzen Aufgaben, wenn es dir zu viel ist. Pflege dich selbst. Fang bei dir an. Was brauchst du für dich, damit du entspannter bist? Das heißt, nimm erst die Tasse Tee, Kaffee, entspann dich und mach dann weiter. Geh zum Sport. Nutze Massagen. Leg dich in die Badewanne. Es ist ganz egal. Du musst nicht alles für den anderen regeln, sondern komm erstmal runter, komm bei dir an und tu dir was Gutes. Ansonsten kannst das kann nicht funktionieren. Du wirst irgendwann zusammenbrechen und da geht nichts mehr zu Hause. Also pfleg immer erst dich. Das ist nicht egoistisch, es ist notwendig. Okay, siebtens, ermutige es selbst zu tun. Warte ruhig mal einen Moment, ob derjenige es schafft. Lass jemanden Kartoffel schälen, auch wenn es lange dauert. Lass jemanden das Hemd zuknöpfen, auch wenn es echt in den Augen wehtut, weil es so schwierig aussieht. Das hilft deinem Lieblingsmenschen, das Selbstwertgefühl oben zu halten. Es hilft deinem Lieblingsmenschen, selbst die Fähigkeiten zu erhalten. Und gib deinem Lieblingsmenschen damit auch ein Stück Vertrauen. Ich vertraue dir, dass du es schaffst. Und ich erwarte im Gegenzug einfach, wenn du möchtest, dass ich dir helfe, sag es einfach. Und klärt auch die Frage mit, der andere möchte dich nicht belasten. Das ist so ein häufiger Konflikt, der zwischen Partnern ist. Der eine möchte helfen, der andere möchte nicht belasten. Klärt das. Es mag sein, wenn du jetzt dein Lieblingsmensch nicht der nahe Angehörige ist, sondern ein entfernter Bekannter, dass es da auch schwierig ist. Aber sei auch hier einfach offen. Wenn du zum Beispiel einen Arbeitskollegen hast, der erkrankt ist, dann sag gewisse Dinge einfach salopp, dass du offen bist. Zum Beispiel, wenn du oft genug gesehen hast, derjenige kämpft sich nach dem Arbeitstag ab, die Jacke anzukriegen, dann sag einfach mal nebenbei, ja, ich würde auch helfen, kein Problem. Klärt das. Es spielt ja keine Rolle, wie nah es ist, seid nur ehrlich miteinander. Achtens, erinnern. Erinnern ist so eine Sache, die sagt dir wahrscheinlich keiner. Es ist erinnern, wichtig, tust du vielleicht automatisch. Bei dir nennt sich's dann vielleicht oder wird so gesehen als nörgeln. Ich sag neutral erinnern, nimm die Emotionen raus. Parkinson-Erkrankte haben Schwierigkeiten mit, ja, dass der Arm locker schwingt, mit großen Schritten, mit der Haltung, mit vielen solchen Dingen, die die bewusst nicht wahrnehmen. So, du kannst dann schimpfen, jetzt bleib doch mal, oder eben du kannst erinnern. Du kannst das auf neutrale Ebene holen.
den Konflikt entschärfen und das Neutrale rausnehmen. Ich möchte gerne kurz den Hintergrund erklären. Parkinson-Erkrankte können da nichts für. Das Signal, dass irgendwo die Haltung nicht stimmt, dass irgendwas nicht mitschwingt, das wird denen nicht bewusst. Das heißt, erst wenn sie es selber merken, können sie es korrigieren und dann können sie es auch korrigieren. Allerdings nur für kurz. Es ist auch keine Böswilligkeit, es ist keine Schluderigkeit, es ist nichts. Es ist eine Automatik, die kaputt ist. Die können da nichts für und du siehst es. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Stück, lerne es zu ertragen, lass es los, aber auf der anderen Seite ist eben, ja, erinnere doch ruhig kurz, macht was aus. Aber auch da Fragen respektieren. Wenn du weißt, es ist mega Stress, ja, dann lass es einfach. Besprecht es aber, weil es auch sehr helfen kann. Es kann sehr hilfreich sein, weil es ein guter, ja, ich sag mal, Therapieansatz ist. Wenn natürlich ein Haltungsproblem da ist und jemand wird immer freundlich daran erinnert, sich aufzurichten, Kopf hoch, lächel mal, dann passiert das öfter. Wenn aber jemand natürlich immer mehr sagt, dann bleibt das da unten, dann wird alles verkrampfter. Das ist dann natürlich blöd. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten sind mir egal. Ob jemand krumm läuft und es blöd aussieht, ist mir wurscht. Aber es wird halt alles enger. Die Atmung geht schlechter und. Da unten, ja, gibt's eine nette Steinsammlung. Aber ja, das Leben spielt eher in den Gesichtern der Menschen und eben nicht auf dem Fußboden. Von daher hilft Erinnern. Erinnern ist sehr wertvoll. Große Schritte machen, es ist sehr wertvoll. Aus dem Freezing rausholen. Da gibt's auch viele Sachen, die eben wertvoll sind. Da hilft auch wieder Erinnern. Aber es ist nicht schimpfen, es ist nicht nörgeln, es ist neutral, es ist Erinnern. Und versuche es wirklich auf die Sachebene zu holen. Das nimmt dir den Stress aus dem Nacken. Und wie gesagt, Respekt, drüber sprechen. Und wenn nicht erwünscht, ja, dann ist es deine Baustelle, dann ist es deine Angst, dann ist es deine Sorge, dann arbeite daran. Neuntens, was machst du bei einer Verlangsamung, wenn alles so langsam geht und du, es muss jetzt schnell gehen. Oder eben, wenn jemand ständig einfriert und dann geht es gar nicht weiter. Meckern hilft nicht, Stress machen hilft nicht, schimpfen hilft nicht, frustriert sein, ja, aber es ist anstrengend. Was kannst du da tun? Ruhe bewahren. Ruhe bewahren ist das Oberste, weil wenn du innerlich mehr gestresst bist, dann kommt der Konflikt rein. Das nimmt der andere unbewusst wahr. Dann wird es nur noch langsamer. Es geht nach hinten los. Gibt natürlich Situationen, die sind dann einfach stressig, okay. Aber versuch, dass da irgendwo zeitlich Spielraum ist, dass genug Zeit da ist, dass du den Stress nicht im Nacken hast. Verlangsamung, was hilft noch? Was hilft beim Einfrieren? Du kannst jemanden ablenken, indem du über irgendwas ganz anderes redest. Guck mal da, oder hast du schon gesehen, dabei wollt ihr gerade ins Auto einsteigen. Dann kommt jemand raus und dann fangt ihr neu an, ins Auto einzusteigen. Das kann schneller gehen, als dieses Tippeln vor der Autotüre abzuwarten. Es kann helfen, wenn du deinem Lieblingsmenschen die Hand auf die Schulter legst. Wenn er dich kurz oder sie dich kurz ansieht, weil dieser Freezing-Patron ist dann unterbrochen. Es ist ein kleiner Trigger. Solche Sachen können halt helfen, die du machen kannst. Oder einfach auch kurz die Hand nehmen, ganz egal. Probier einfach da ein bisschen aus, wo du merkst, so, hey, auf einmal geht das ganz anders. Oder wenn die Schritte immer kleiner werden, kommt das Erinnern. Große Schritte. Das kann dann eben helfen, weiterzugehen. Es kann auch dann sein, der Satz Kopf hoch, dann geht der Kopf hoch, dann gehen die Schritte auf einmal größer. Das kann helfen. Es kann auch helfen, plötzlich zu pfeifen, zu singen oder so. Oder gemeinsam zu singen kann auch helfen. Einfach irgendwas ganz anderes zu tun. Takt geben. Zählen. Komm, wir machen es zusammen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ist nicht immer toll, wenn man da mitten in der Menge steht. Man kann es aber auch leise machen. Man kann auch leise den Rhythmus so an der Hand klopfen. Ne, man ist ja mit dem Lieblingsmensch vertraut. Man kann da was einspielen. Spiel etwas Positives ein und nicht nörgeln, schreien, streiten. Ne? Da gibt es viele Möglichkeiten. Nutze die.
Okay, mein letzter Punkt, 10, die Wohnungsgestaltung. Klar, wenn du jetzt dein Lieblingsmensch ist im Büro und ihr seid nur entfernt irgendwie miteinander bekannt, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn du den Lieblingsmenschen zu Hause hast oder eben dein Vater, deine Mutter ist betroffen, dann schau dir die Wohnungsgestaltung an. Da kannst du viel, viel machen. Oft jedenfalls. Sei denn, du hast das schon aufgeräumt, entrümpelt oder irgendwas. Wohnungsgestaltung, was meine ich damit? Ganz einfach, wenn es eng ist, wenn da viele Stolperquellen sind, wenn da viele Gefahrenquellen liegen und solche Dinge, dann ist es schwieriger. Schau da einfach, was dein Lieblingsmensch wirklich braucht. Kommt er gut mit dem Rollator zurecht, mit dem Stock zurecht, kommt er frei zurecht? Wie liegen die Sachen? Wie kann der aus seinem Lieblingsstuhl oder sie aufstehen? Ist da genug frei? Braucht er da irgendwas? Muss die Tischdecke wirklich auf dem Tisch liegen, so dass man dann fast die Schüssel mit runterzieht, wenn man sich da irgendwo versucht dran festzuhalten? Muss das sein? Wo gibt es immer so diese ganzen Stresspunkte? Was kannst du wirklich an der Gestaltung anders machen? Wohnungsgestaltung bedeutet aber auch, wenn dein Lieblingsmensch sich morgens alleine anzieht, dass die Kleidung auf erreichbarer Höhe ist, dass die Teller und Tassen erreichbar sind. Es muss nicht alles, was man täglich braucht, in der hintersten, untersten Ecke versteckt sein. Man kann auch Geschirr auf der Anrichte stehen lassen, wenn man eh nur zwei Tassen und zwei Teller braucht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Überleg hier einfach logisch und verbessere das alles schrittweise, dass die Abläufe leichter werden und eben bewältigbar sind. Wenn die Sachen eben so vorbereitet sind, dass jemand Kartoffeln schälen kann, ohne erst in den Keller zu müssen, die Kartoffeln zu holen und dann sich 10-mal bücken muss und dabei fast fällt. Solche Sachen. Das ist Wohnungsgestaltung. Schau da mit offenen Augen, was geht da leichter, wo kannst du ermutigen, wo kannst du eine Stolperquelle wegmachen. Gerne erinnere ich dich auch an Sicherheits, Faktoren. Wenn da zum Beispiel eine Treppe ist, die ungesichert ist, jemand hat aber die Neigung, schnell vorwärts zu gehen oder Gleichgewichtsprobleme, sicher Treppen ab. Für Kinder machen wir es auch. Mach es bitte für einen Erwachsenen genauso, dass keine Treppenstürze kommen, beziehungsweise auch nicht diese ständige Angst davor da ist. Angst ist kein guter WG-Partner, überhaupt nicht. Guck da einfach nach. Du kannst Geländer überall machen, du kannst Kommoden wegnehmen, woanders hinstellen. Das geht alles. Viele Dinge brauchen wir im Alltag seltener als unser eigenes Wohlbefinden. Das ist viel unwichtiger. Es kommt nicht immer darauf an, dass alles schön ist. Wichtig ist einfach auch, dass es funktioniert. Uff, das war jetzt sehr, sehr viel. Also von Respekt, Fragen, Zuhören. Viel, viel Ruhe bewahren natürlich, Konflikte entschärfen, erinnern, die Wohnungsgestaltung. Wie gehst du mit Verlangsamung und Freezing um? Klare und kurze Botschaften, pflege dich selbst. Das ist eine Menge. Überleg dir hier eine Sache am besten nur, wo du mit starten möchtest. Schreib dir das gerne auf, versuche verbindlich zu sein. Denn ich sehe genau hierin, liege bei meinen Kunden und Kundinnen häufig ein Problem. Die starten motiviert, sind begeistert, probieren vielleicht auch was aus, aber eben dieses Dranbleiben, dieses tatsächliche Umsetzen, das ist häufig ein Problem. Von daher ist echt der Tipp, such dir eine Sache raus, starte damit, versuch das zu verändern, versuch das zu verinnerlichen und wirklich auszuführen. Vielleicht merkst du auch, das ist alles super, aber du möchtest mehr. Du möchtest deinen Lieblingsmenschen motivieren, mehr für sich zu tun. Du möchtest da noch irgendwie gemeinsam dran arbeiten oder eben merkst, okay, ich brauche einfach mehr Unterstützung. Ich schaffe das so nicht. Wenn du unten in der Beschreibung schaust, hast du auch die Möglichkeit, Kontakt mit mir aufzunehmen. Denn ich unterstütze nicht nur Parkinson-Erkrankte selbst, sondern auch die Menschen drumherum oder eben euch gemeinsam, weil mir das eben wichtig ist, dass das ja ganzheitlich passiert. Denn einen alleine zu helfen, das ist im Prinzip ja auch überhaupt nicht wahr. Egal, ob ich nur einem helfe, beiden oder irgendwem getrennt, es hilft trotzdem allen. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Nutze es wirklich. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und dann werde fit, trotz Parkinson. Deine Silke.